Gibt's Limonade? Die 10. Runde im Zeichen der Revanche. Innsbruck und Salzburg kämpfen am Tivoli nach dem Remis beim Superspiel in Lehn um die Vorherrschaft im Westen. Ich hoffe, dass es Samstag für unsere Zuschauer ähnlich wird, aber positiver für unsere Zuschauer. Wir brauchen nur die Chancen verwerten, ich glaube, dann gehen wir als Sieger vom Platz. Ja, wir müssen ganz einfach besser spielen. Was Innsbruck weiß ausweist, das kennen wir auch. Rapid verlangt nach der Heimniederlage gegen Sturm in der Gröben Genugtuung vom Tabellenführer und setzt weiter auf Angriffsfußball. Also kein Angsthasenfußball mehr? Nein, bestimmt nicht. Wird's nie mehr geben da. Behauptet sich eine mutige Rapid-Mannschaft also in der Gruhe beim Tabellenführer? Schlägt Sané gegen Salzburg neuerlich zu? Und gelingt Vorwärts Steyr gegen die Austria die Revanche? Herzlich willkommen bei unserer Sendung Fußball und wir beginnen jetzt also das zweite Viertel der Meisterschaft. Das erste Viertel ist ja wirklich sehr spannend verlaufen, hoffen wir, dass es auch weiter so bleibt. Diese erste Runde des zweiten Viertels steht im Zeichen der Rückspiele vom Mittwoch. Da ist also für einige Brisanz bei diesen Spielen gesorgt, beispielsweise beim Westderby zwischen Tirol und Salzburg. Die Tiroler, die fühlten sich am Mittwoch so ein bisschen als Sieger, obwohl sie nur einen Punkt erobert hatten und zwei Spieler verloren hatten, nämlich Streiter und Bauer. Die durften heute nicht mitmachen. Und bei den Salzburgern, da baute Otto Baric die Mannschaft um und setzte Mladen Mladenovic auf die Ersatzbank. Das ist der neue Mann, das ist Andreas Peuger, der Libero. 15.000 Zuschauer, Bombenstimmung trotz Föhn und hoher Temperaturen am Innsbrucker Tivoli. Der ersatzgeschwächte FC Tirol, vom Publikum tatkräftig unterstützt, in den weißen Dressen. Casino aus der Salzburg in Violett verzichtet vorerst freiwillig auf Mladen Mladenovic, auf der Ersatzbank bleibt. Angriff der Tiroler. Jeremy Eckball. Erster Eckball für den FC Tirol. Hudlo. Per Kopf. Aber es bleibt beim Versuch. Von Oliver Pudl. Innsbruck im Vormarsch. Jeremy. Sané. Und tolle Reaktion von Otto Konrad. Jeremy. Sané. Sofort geschossen. Toll gemacht von Sané und toll pariert. Einen Rückstand verhindert von Otto Konrad. Peuger. Watzinger. Freistoß FC Tirol. Peter Stöger anstelle von Streiter, heute Kapitän. Czerny, Leiner rettet auf der Linie. Freistoß von Stöger. Kopfballaufsitzer von Czerny, unerreichbar für Konrad. Leiner schlägt den Ball von der Linie weg, klärt vor Janischitz. Salzburg aber nicht ungefährlich. Macht Druck. Kocian. Plötzlich dicke Luft im Innsbrucker Strafraum. Aber weiterhin 0:0. Stöger. Sané, Czerny. Beide fahren daneben. Stöger. Sané steht schlecht, erreicht den Ball nicht. Czerny vielleicht irritiert. Kommt zu kurz, kommt zu spät. Salzburg geradlinig. Mit weiten Passes auf schnelle Konter. Bedacht. Pfeifenberger. Koch wehrt ab. Andreas Koch, sicherer Rückhalt der Tiroler. Wuchtiger Schuss von Pfeifenberger. Koch nach 22 Minuten erstmals auf die Probe gestellt. Hartmann.
Abgewehrt. Dicht verrammelt. Salzburger Schaffer. Melig. Konrad, vielleicht ein wenig zu weit vor dem Tor. Muss sich gewaltig strecken. Melig. Guter Schuss. Und Konrad. Zum zweiten Mal. Zeichnet er sich an diesem Nachmittag aus. Jucevic, Pfeifenberger. Pfeifenberger gefault von Kirchler. Gelbe Karte für den Tiroler. Eine von zwei gelben Karten für die Tiroler. Zwei auch im Verlauf des Spiels für Salzburg. Und Otto Baric nach 26 Minuten erstmals in Konflikt mit dem Schiedsrichter. Diskutiert mit Schiedsrichter Grabherr. Otto Baric, wie er leibt und lebt. Überlegen mit mehr Spielanteilen der FC Tirol. Stöger. Gefault von Winkelhofer. Gelbe Karte nun auch für den Salzburger. Winkelhofer im Hineingrätschen. Reißt Stöger von den Beinen, trifft ihn am Knöchel. Kirchler. Gefault und Freistoß für den FC Tirol. Holger. Wuchtiger Schuss und Konrad im Nachsetzen. Kirchler, Peuger, Gewaltschuss von Peuger. Und Konrad muss nachfassen. Peuger, Czerny. Sané. Weit daneben. Suleiman Sané. Peuger. Fehler von Peuger. Kocan. Peuger. Kocan auf und davon. Kocan fällt. Salzburg reklamiert Elfmeter. Schiedsrichter Grabherr lässt weiterspielen. Peuger spielt den Ball. Spitzel Kocan den Ball weg. Kein Elfmeter. Die Entscheidung von Schiedsrichter Grabherr korrekt. Halbzeitstand 0:0 und der Föhnsturm als Spielverderber. Die zweite Spielhälfte. Der FC Tirol. Matzinger. Hartmann. Und Fürsthaler. Rettet zur Ecke. Der Eckball. Brudlow. Knapp, ganz knapp daneben. Daneben der Kopfball von Brudlow. Eckball von Kirchler. Und der aufgerückte Verteidiger Oliver Brudlow verfehlt knapp das Tor. Beiersinger, Aigner. Aigner tritt plötzlich an. Kochwerder ab. Und die Situation vorerst bereinigt. Der Eckball bringt nichts ein. Aigner. Und Koch klärt. Hartmann. Salzburgs Abwehr unter Druck. Tirol stürmen einander im Weg und kein Problem für Otto Konrad. Mit der Salzburger. Pfeifenberger. Tirol, Torhüter Koch weit aus dem Tor. Jucevic. Aigner. Und vergeben. Riesenglück für die Tiroler. Und Kranke schickt sich an, Václav Danek ins Spiel zu bringen. Matzinger. Sané. Sané. Eckball und Schrecksekunde für Salzburg. Konrad ohne Feindeinwirkung verletzt. 61. Minute. Konrad wird verarztet. Spielt letztlich aber weiter und bei Innsbruck kommt Danek für Thomas Janeschitz. Salzburg wird stärker. Kocan, Koch, Pfeifenberger, kein Abseits, Kudlo, Jucevic, alles wartet auf den Elfmeterpfiff. Schiedsrichter Grabherr lässt das Spiel weiterlaufen. Das Ganze nochmals. Kocan gegen Koch, eher kein Elfmeter. Kudlo gegen Jucevic, eher schon Elfmeter.
Und für Otto Baric auf alle Fälle Elfmeter. Der FC Tirol mit Problemen im Mittelfeld. Bauers Fehlen macht sich bemerkbar. Salzburg profitiert davon immer mehr. Tirols Abwehr jetzt mit Überstunden. Aber Salzburg wenig durchschlagskräftig. Aufpassen, ein scharfes Auge auf die Stürmer haben, signalisiert wohl Hans Krankl seine Abwehr. Es bleibt dabei, nach mehr Kampf als Spiel, nach rassigen 90 Minuten FC Tirol, den Casino aus der Salzburg 0:0. Osbankurte, viel Glück haben Sie heute dem Freund Hans Krankl nicht gebracht. Naja, nein. Eigentlich ein bisschen Glück haben Sie schon gehabt, weil sonst hätten Sie verloren, auch noch die Innsbrucker. Wie haben Sie das Match gesehen? Naja, in Innsbruck, irgendwie sind Sie nicht so richtig ins Spiel gekommen, also so, wie man es gewünscht hätte. Und die Salzburger sind halt ziemlich cool, ne? Die kennen sich schon aus. Das waren ganz klare 3 Elfmeter. Ein Wok konnte er eventuell Freistoß pfeifen und gelbe Karte geben auf Kotzian, weil das war Schlag, 2 Spieler hinter ihm in der Halbzeit. Und dann waren in einer Minute 2 Elfmeter auf Pfeifenberger und auf Jurcevic. Und das musste er pfeifen. Und nutzt das nicht, dass Schiedsrichter sich, wenn ein Trainer dann reagiert, sich wundern, weil irgendwie Schiedsrichter ist dafür da, dass er etwas entscheidet. Und wie der Hans Krankl auf dieses Spiel reagiert, das zeigen wir Ihnen später. Er ist noch im Tivoli-Stadion und wir werden dann ein bisschen mit ihm sprechen. Wieder kein Sieger also im Westderby, außer die Fans, die zwar kein Tor, aber ein sehr gutes Spiel gesehen haben. Auf ihrem Totoschein ist dies Spiel 1, 0:0 und Tipp X. Sturm Graz und Rapid hatten einander am Mittwoch.